You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall. Hallo und herzlich willkommen bei Brillenliebe TV. Heute möchte ich euch wieder eine neue Kollektion vorstellen. Und zwar haben wir heute einmal die Firma Legends zu Besuch quasi. Die haben uns ein kleines Päckchen geschickt mit neuen Fassungen und die möchte ich euch zum einen zeigen. Und zum zweiten haben wir die Möglichkeit, dem Inhaber ein paar Fragen zu stellen in einem Interview. Und auch das wollen wir gerne in diesem Video aufnehmen. Was haben wir hier? Wir haben hier erstens Brillen aus dem 3D-Druck. Hat mit Sicherheit schon jeder von euch mittlerweile in der Hand gehabt. Die sind ähnliche Qualität, kann man sich da mit Sicherheit mal anschauen. Und das Zweite, wir haben hier Acetatfassungen. Auch die werden in Deutschland gefertigt. Steht auch Made in Germany drin. Handmade in Germany. Auch da möchte ich gerne drauf eingehen. Die Besonderheit an dieser Kollektion ist allerdings, dass wir hier nicht nur eine Kollektion haben mit einem x-beliebigen Namen, nämlich Legends, sondern hier soll es um das Thema Hausmarke bzw. Eigenmarke gehen. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, euren eigenen Label mit reinzunehmen. Ich habe sogar was auf der Seite gelesen mit eigenen Produktnamen. Da werden wir gleich nochmal genauer nachfragen. Also das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Variante, euch zu differenzieren. Ihr merkt, in vielen Videos kommt das Wort Differenzierung bei mir vor. Ich denke, es ist ganz, ganz entscheidend, dass ihr eine Möglichkeit sucht, wie ihr euch in eurem lokalen Umfeld gegen den Wettbewerb euch gut aufstellen könnt. Egal, ob das der Filialist um die Ecke ist, der Online-Shop, den man eigentlich nicht sehen kann, oder auch der andere traditionelle Optiker. Hier muss es immer das Ziel sein, etwas Besonderes zu haben. Und da ist natürlich eine eigene Hausmarke, Kollektion, eine Möglichkeit von vielen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die Brillen mal im Detail an. Ich mache ein kleines Video darüber und dann schauen wir mal in die Videos und stellen dem Stefan mal ein paar Fragen dazu. Viel Spaß! Ja, wie ihr sehen könnt, gehe ich jetzt mal hier in die Fassungen rein. Hier seht ihr eine Kunststofffassung aus Acetat, die ist ein bisschen poliert, wie man sieht. Ansonsten haben wir hier gut gängige Formen. Farben lässt sich immer drüber streiten quasi, aber das sind natürlich hier, glaube ich, ganz gut verkäufliche Modelle. Gibt es anscheinend auch als Sonnenbrille und ich gehe hier relativ zügig mal drüber, damit ihr einfach einen Eindruck bekommt. Ja, wie gesagt, 3D-Druck, hier mal ein relativ ausgefallenes Modell, auch dieses pinke Modell, denke ich, etwas ausgefallener. Ihr seht, hier wird auch von den Farben gespielt und auch die Bügel sind aus Metall bzw. aus Titan, also von daher gibt es dort verschiedenste Möglichkeiten. So, nachdem ich euch die Brillen mal in groß etwas einblenden konnte, wollen wir jetzt mal den Stefan Lauermann dazu befragen. Das ist der Inhaber der Firma, der sich das Konzept einfallen hat lassen. Wollen wir den gerne mal ein paar Fragen stellen. Hallo Stefan, schön, dass du Zeit hast. Uns und ich hoffe auch die User oder die Zuschauer würde interessieren, erstens, was für Modelle gibt es? Welche Kollektionen gibt es vielleicht? Wir sehen hier 3D-Drillen als auch Kunststofffassung. Vielleicht kannst du kurz etwas zur Kollektion sagen. Hallo Christian, danke für die Möglichkeit, dass wir unsere Brillen bei dir zeigen dürfen. Wie sind wir gestartet? Vor 2 Jahren haben wir uns in den Kopf gesetzt, wir machen unsere eigenen Brillen und haben dann gestartet mit 5 Acetatfassungen. Geradlinige Form, was Rundes, eine Pando. Und die kamen super an bei unseren Kunden und so ist es dann gewachsen und mittlerweile bei 14 Brillen. Danach haben wir uns gesagt, ich will auch was anderes noch haben und dann sind wir in den 3D-Sektor mit reingerutscht und ich finde es einfach cool, das ist so ein bisschen Future für mich immer noch, diese gedruckten Geschichten und hier haben wir 11 Modelle, die auch ein bisschen farblich wilder sind, die man kombinieren kann, die wir alle noch Marke Eigenbau selber zusammenschrauben. Wir haben uns wirklich alle Komponenten rausgesucht und setzen die hier bei uns zusammen. Danke dir für dein Feedback, vielen lieben Dank. Als zweites würden wir natürlich gerne wissen, okay, mir gefallen die Modelle, die Formen, die Farben und genau sowas suche ich für mein Geschäft.
für mein Unternehmen. Wie laufen die nächsten Schritte ab? Was muss ich tun? Kommt jemand vorbei, zeigt mir die Kollektion? Kann ich mir irgendwo Brillen im Online-Shop aussuchen? Welche Individualisierungsmöglichkeiten habe ich? Bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir eine Auswahl zusammengepackt haben und die Brillen zugeschickt haben. Dann haben nämlich alle Mitarbeiter und Kollegen die Möglichkeit, die Brillen einmal anzufassen, zu gucken, wie ist das Scharnier, fühlt es sich gut an, wie sind sie aufgesetzt, und da hatten wir auch ein bisschen eine Farbauswahl. Im Anschluss haben wir immer miteinander telefoniert und haben einfach besprochen, was könnte gut zu uns passen. Es gibt mittlerweile auch einen Online-Shop, da bin ich auch richtig stolz drauf. War viel Arbeit, aber es sieht richtig cool aus. Da kann man sich alle Brillen angucken, alle Farben, es ist mit Models fotografiert, alles mit Sachaufnahmen. Zur Individualisierung war mir unheimlich wichtig, dass man nicht einfach nur eine Kollektion einkauft, sondern dass jeder selber was machen kann und auch gestalten darf. Das heißt, man kann die Kollektion nach seinem Namen benennen, man kann auch was ganz anderes sich ausdenken. Die einzelnen Brillenmodellen haben jetzt bei uns zum Beispiel den Namen der Mitarbeiter, kann aber auch Straßennamen, whatever, ne, was euch einfällt. Und dann seid ihr gefragt und kreativ und könnt euch da richtig ausleben. So, und die dritte Frage, die ich natürlich noch habe, ist, es geht ja nicht nur um die Brillen hier und um die Modelle und um die Individualisierung, sondern auch um das Thema Marketing. Habt ihr Marketingmaterial, was ich als Optiker nutzen kann, wo die Fassungen drauf abgebildet sind und wo ihr mich unterstützt quasi, dass ich die Brillen dann auch an den Mann bringe? Das wäre super gut. Und vielleicht denke ich da noch eine ganz kleine Frage dran. Gibt es einen Gebietsschutz? Ich denke, das ist auch immer ein wichtiges Thema für uns Optiker. Also von daher, auch das kannst du vielleicht uns noch mal kurz beantworten. Wir haben uns einige Marketingmaßnahmen schon überlegt, auch für uns hier selbst im Geschäft, und haben da viele 1:1 Marketingaktionen gemacht, Insta-Stories und so weiter. Da haben wir einen gewissen Pool, mit dem könnt ihr euch gerne auseinandersetzen und mal gucken, was passt zu uns, was gefällt uns und da was mitnehmen. Wir haben auch ein Lookbook kreiert, wo dann die Brillen abgebildet sind, wo der Kunde ein bisschen durchblättern kann, wo wir jetzt unseren Ort mit verwirklicht haben, was Markantes aus Fürth zum Beispiel. Und das müsstet ihr mit eurem Leben dann füllen, also dann Bilder von eurer Ortschaft oder eurer Stadt mit einnehmen, weil dann passt es noch viel besser zu euch auch. Auch kleine Countercards, Aufsteller, Poster und so weiter ist alles schon hinterlegt. Zum Gebietsschutz ist mir persönlich sehr wichtig, weil wir haben ja auch ein Geschäft und mögen es, wenn wir sagen, wir sind der eine, der diese Kollektion hat. Und es macht dann auch keinen Sinn, in der Stadt plötzlich drei aufzumachen mit der gleichen Brille. Würde mir selber nicht gefallen, deswegen biete ich so auch nicht an. Also wenn einer das in der Stadt hat, dann hat es der eine. Super, Stefan. Dann sage ich vielen lieben Dank für dein Feedback. Ich hoffe, ihr als Zuschauer von Brillenliebe TV habt einen Eindruck bekommen. Es muss nicht immer die Kollektion mit einem ganz großen Namen sein, sondern euer Geschäft, ich hoffe, eure Kunden kennen euch, die Bewohner eurer Stadt, eures Ortes kennen euch, und von daher, warum in die Ferne schweifen, wenn ihr doch selber mal eine Brillenkollektion entwerfen bzw. eurem Namen geben könnt. Schaut es euch mal an, macht euch Gedanken dazu. Ich denke, eine ganz spannende Möglichkeit. Schaut mal auf die Internetseite, blende ich euch gerne unter dem Post mit ein, unter das Video. Und dann würde ich sagen, macht euch einen eigenen Eindruck. Die Möglichkeit besteht, wieder etwas Neues kennengelernt. Und wenn euch das Video oder vielleicht auch die Serie über die Neuheiten gefallen, dann lasst bitte ein Like oder ein Abo da, würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen oder uns Kollektionen nennen, die wir mal vorstellen sollen. Sehr gerne, kommt auf uns zu, freuen wir uns drauf. Und ansonsten wünschen wir euch gute Geschäfte, einen schönen Frühling und die nächsten Videos kommen bald. Dankeschön, ciao. Danke nochmal, Christian, für die Möglichkeit, dass wir uns hier mit dir austauschen durften und im Video präsentieren konnten. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne schaut auf unsere Webseite legends-community.de. Dort findet ihr Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Scheut euch nicht, ruft mich an. No.